Vielseitigkeit. Das beschreibt einen gehörlosen Seelsorger im Bistum Limburg wohl am besten. Ich habe Pfarrer Christian Enke begleitet, um einen Einblick in seine Arbeit zu bekommen. Ich heiße Christian Enke, bin 1994 im Limburger Dom zum Priester geweiht worden und bin jetzt mit 50% tätig als priesterlicher Mitarbeiter. Und mit den anderen 50% bin ich unterwegs in der hörgeschädigten Seelsorge. Ich habe damals schon als Student das ganz faszinierend gefunden mit der Gebärdensprache. Mein Vorgänger, der Pater Amandus von den Kapuzinern, der hatte damals schon im Studium gezeigt, es gibt eben nicht nur die normalen Gemeinden, den normalen Pfarreidienst, sondern eben auch Kategorialseelsorger, wie wir sagen, also besondere Felder, wie zum Beispiel Behindertenseelsorge. Und damals hat er ganz toll schon das Thema Gebärdensprache und Förderung von Gehörlosen gelebt. Und das hat mich damals schon fasziniert, die Gehörlosen kennenzulernen, mit ihnen Zeit zu verbringen und diese besondere Atmosphäre, deren Kultur kennenzulernen. Da haben wir Gemeinschaften in Frankfurt, in Wiesbaden, Limburg, Wetzlar, Herborn. Also wir sitzen zusammen, um mit den verschiedenen gehörlosen Gemeinschaften im Bistum Limburg dieses Spiel ohne Grenzen vorzubereiten. Jetzt machen wir das halt innerhalb des Bistums, dass sie sich besser kennenlernen und sich auch freuen, gegeneinander anzutreten. Also ich freue mich, dass der Bischof auch die Schirmherrschaft übernommen hat, dass nochmal klar ist, es geht jetzt nicht darum, irgendjemand kommt da zusammen, sondern wir als katholische gehörlosen Gemeinschaften begegnen uns und gestalten da diesen Tag. Religionsunterricht für hörgeschädigte Schüler ist eine weitere Aufgabe in seinem Beruf. Und ich habe immer, wenn ich Elia gebärdet habe, habe ich immer so gemacht. Warum eigentlich Gebärdenname so? Das wollen wir jetzt mal gucken. Da habe ich ein Bild mitgebracht. Weiß ich, ob ihr da was erkennen könnt? Naja. Also wir sollen ja im Bistum auch alle pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Priester unterrichten. Finde ich auch gut, nochmal die Verbindung zwischen Schule, zwischen den Kindern, Jugendlichen und Gemeinde und Kirche. Andererseits ist vielleicht bei uns aber nochmal der besondere Schwerpunkt, dass ich sonst gar nicht auch an gehörlose Kinder und Jugendliche zum Beispiel dran käme. Wie soll ich die aufspüren, um sie auf Erstkommunion und Firmung vorzubereiten? Da ist natürlich schon klasse, wenn ich da den Kontakt zur Schule habe. Klassisch ein Unterricht in der hörgeschädigten Schule ist schon mal anders als in der normalen Schule. Ich habe damals Grundschule gerne immer die Gitarre dabei gehabt. Das brauche ich jetzt nicht so dabei zu haben, weil Lieder da nicht so hilfreich sind. Auch Texte sind schwer für viele. Wer geburtsgehörlos ist, der tut sich sehr schwer mit der deutschen Schriftsprache und nicht nur Lautsprache, sondern muss halt viel visuell gehen und hoffentlich auch kreativ. Und viel kommunikativ, wo ich halt gucke, dass sowohl die Gebärdensprache als auch die Lautsprache vorkommt. Was natürlich nicht fehlen darf, ist der Gehörlosengottesdienst. Ökumene hat für die Gehörlosen einen besonderen Stellenwert. In der Gehörlosenseelsorge arbeiten wir hier gerne und viel ökumenisch. Tatsächlich, weil es eben wenig Gehörlose so gibt. Und wenn die sich dann begegnen, ist dann schwierig, die noch auseinanderzunehmen. Gerade gehörlose Menschen sagen, dass was uns erstmal verbindet, ist, dass wir in derselben Kultur leben, dass wir gehörlos sind, dass wir Christen sind und da wollen wir zusammen beten. Prozentual gesehen haben wir einen größeren Gottesdienstbesuch als jetzt so die hörenden Gemeinden, was halt daran liegt, dass sie sich sehr freuen, dass ein Gottesdienst angeboten ist, man sich dort begegnet, aber eben nicht danach gehen wir wieder auseinander, sondern dass wir dann das auch weiter feiern, diese Begegnung. Also erst der Gottesdienst und dann zusammen Kaffee, Kuchen. Und sich unterhalten. Ein ganz wichtiges Element bei gehörlosen Menschen. Bei allen Terminen nimmt auch er sich Zeit für dieses wichtige Element. Denn Energie kann er in seinem spannenden Beruf auf jeden Fall gebrauchen.